und herzlich willkommen bei Blende 8, dem Fotopodcast von Galileo Press. Mein Name ist Thomas Kuhn, ich bin Fotograf in Hamburg. Vor einiger Zeit hatten wir schon mal eine Sendung, die hieß Tipps für den kleinen Geldbeutel, in der ich Ihnen einiges Zubehör für geringes Geld gezeigt habe. In der heutigen Folge möchte ich Ihnen weiteres nützliches Zubehör für geringes Budget zeigen. Um Ihnen das Zubehör einmal kompakt zu präsentieren, werden wir das anhand eines Produktshootings zeigen. Beginnen werde ich einmal, indem wir mit einfachsten Mitteln eine Hohlkehle aufbauen. Dazu brauchen wir eine dünne Platte von den Styroporplatten, den Sie auch schon aus der letzten Folge kennen. Kostet ungefähr 1 Euro, also nicht wirklich ein Posten. Danach brauchen Sie eine Schiene, das kann eine Holzschiene sein oder eine Metallschiene sein. Wichtig ist einfach nur, dass diese Schiene lang genug ist, damit sie die Styroporplatte einmal überdeckt. Und wir brauchen für die Hohlkehle ein Blatt Papier, möglichst groß, gibt es im Bastelladen, kostet auch ungefähr 1 Euro. Also relativ wenig Geld. Um das Ganze jetzt möglichst einfach aufzubauen, brauchen Sie einen ganz simplen Tisch. Es kann auch eine Tischplatte auf 2 Böcken sein, die Sie an einer Wand direkt platzieren. Sie nehmen dann einfach die Styroporplatte und drücken Sie sie so ein bisschen hier in die Wand rein. Deswegen auch die dünnen Platten nehmen, weil die dicken würden natürlich brechen. Und danach legen Sie hier am Anfang einfach diese Schiene für die Styroporplatte, damit Sie dann solche Klammern hier benutzen können. Diese Klammern gibt es im Fotogeschäft, kosten circa je nach Größe zwischen 5 und 12 Euro. Und die nehmen Sie einfach und klemmen die Schiene damit komplett einmal fest, damit die Unterlage für die Hohlkehle einfach einen stabilen Halt hat. Das Ganze hier rutscht jetzt nicht mehr weg. Und wir können jetzt hier unser Blatt Papier nehmen. Das ist nachher der Hintergrund für unsere Aufnahme. Und die platzieren wir hier ebenfalls auf die Styroporplatte. Und um das Ganze zu fixieren, nehmen wir einfach so ganz normale Pins von der Pinnwand, legen das Papier entsprechend hin und fixieren es hier oben einmal mit den Pins. So, und so haben wir quasi unsere Hohlkehle schon mal mit einfachsten Mitteln hergestellt. Als nächstes können wir uns jetzt um die Beleuchtung kümmern. Was brauchen wir für unser Licht? Wir brauchen logischerweise einen Blitz. Wir brauchen einen Lichtformer, hier in Form eines Schirms. Für den Schirm brauchen wir einen Schirmneiger, damit auch der Halt findet. Und damit das Ganze auf dem Stativ auch nicht umkippt, brauchen wir hier eine Gewichttasche. Und Halt findet das Ganze letzten Endes hier auf unserem Stativ. Ich werde hier als Alternative mal kein klassisches Lichtstativ nutzen, sondern ich nehme hier ein ausrangiertes Mikrofonstativ. Früher war ich mal als Tontechniker unterwegs und von seinen früheren Berufen schleppt man immer einiges altes Zeugs mit sich rum. Bei mir ist es, wie gesagt, hier einiges an Mikrofonstativen. Also versucht man das Ganze natürlich dann auch bei seiner aktuellen Tätigkeit mit unterzubringen. Also habe ich hier mal verschiedene Mikrofonstative. Einmal ein klassisches Standstativ, ein Tischstativ und hier so ein Mikrofonarm. Und welchen Sie davon verwenden, hängt davon ab, was für eine Aufnahme Sie machen wollen. Für die erste Aufnahme nehme ich hier mein Standstativ. Das heißt, ich lege die anderen beiden mal eben wieder weg. Wichtig ist, darauf muss man achten, dieses Gewinde, was auf dem Stativ ist, müsste ein 3/8-Gewinde sein. Es gibt verschiedene Gewindestärken. Achten Sie darauf, dass es ein 3/8-Gewinde ist, weil wir an diesem Stativ hier unseren Schirmneiger befestigen. Und dieser Schirmneiger, der hat ein sogenanntes Spigot. Und dieses Spigot ist mit einem Innengewinde ausgestattet. Und das sorgt nachher für den Halt auf meinem Mikrofonstativ. Das heißt, ich nehme diesen Schirmneiger und schraube ihn hier einfach auf mein Mikrofonstativ auf. Dann kann ich das Ganze hier entsprechend ausrichten. So, der Schirmneiger ist aktiv. Als nächstes nehme ich meinen Lichtformer. Das heißt, ich nehme hier meinen Schirm. In diesem Fall habe ich jetzt mal einen hier mit Silberreflexfolie genommen. Es gibt die auch mit Weiß oder mit Gold. Und der wird hier oben in die Führung von dem Schirmneiger direkt reingesetzt. Hier mit einer kleinen Rändelmutter am Rand wird das Ganze fixiert.
Und als nächstes nehme ich meinen Studioblitz, beziehungsweise hier meinen Systemblitz und führe ihn hier oben in diese Schiene vom Schirmneiger ein und fixiere ihn auch hier mit einer kleinen Rändelmutter. So, alle Befestigungen einmal kontrollieren. Und jetzt haben wir hier ein relativ günstiges Stativ mit komplettem Lichtsetup, was wir jetzt über unser Motiv nachher platzieren können. Und eine Sache gilt es zu beachten, die Systemblitze zusammen mit dem Schirm und dem ganzen Zubehör, was jetzt auf diesem Mikrofonstativ ist, haben ein gewisses Gewicht. Bei weitem nicht das Gewicht, was eine Studioblitzanlage hat, aber das sollte man nicht unterschätzen und eventuell will man sowas ja auch mal draußen aufbauen und da macht es Sinn, das Stativ gegen Umfallen zu schützen. Und das kann man gut machen mit so Stativtaschen, das sind so Gewichttaschen. Hier in den Seiten sind so Einlassfächer, da kann entweder Sand reingepackt werden, die gibt es auch fertig zu kaufen, oder man kann so Gewichte reinsetzen, das habe ich hier in diesem Fall gemacht. Und diese Gewichttaschen nimmt man einfach und legt sie hier unten beim Stativ hier direkt über diese Beine. So, dass das Stativ jetzt auch bei stärkerem Wind nicht umfallen kann, weil es halt durch diese Gewichttaschen hier geschützt ist. So, unser Lichtsetup steht. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, mein Motiv hier zu platzieren in unserer Hohlkehle. Und als nächstes wollen wir unser Licht jetzt einstellen. Einstellen ist schon das Stichwort. Wir haben bei den Studioblitzen die Möglichkeit, ein Einstelllicht zu benutzen. Das bietet die Möglichkeit, die Licht- und Schattenverläufe schon vor der Aufnahme ein wenig zu beurteilen. In der Regel sind Systemblitze mit solchen Einstelllichtern nicht ausgestattet. Dabei helfen wir uns einfach mit so einfachen Klemmleuchten, wie es sie im Leuchtengeschäft oder im Baumarkt gibt. Das ist so eine einfache Klemmleuchte und in diese Klemmleuchte selber packe ich so eine Energiesparleuchte rein. Ganz normales Standardmodell. Achten Sie darauf, dass die Leistung von diesen Energiesparlampen nicht zu hoch ist. Ich habe hier eine Leistung von 11 Watt. Das Problem ist, wenn die Leistung dieser Lichtquelle zu hoch ist, dann hat das nachher auch schon einen Einfluss auf die Aufnahme. Denn ab einer bestimmten Belichtungszeit sorgt natürlich auch das Umgebungslicht dafür, dass dieses Licht in die Aufnahme mit einfließt. Und um das zu vermeiden, nehmen Sie die Leistung von diesen Energiesparleuchten nicht so hoch. Wie gesagt, ich habe hier für so ein Setup eine Leuchte von 11 Watt. Damit habe ich eine gute Helligkeit, um das Licht zu beurteilen. Und es ist aber noch dunkel genug, als dass es mich auf der Aufnahme her stören würde. Danach befestige ich das Licht einfach. Und zwar klemme ich es einfach hier an den Schirm und drehe das Ganze jetzt so, dass das Licht ungefähr auf der Höhe meines Blitzlichtes ist. Das ist zwar nicht ganz so genau wie das Einstelllicht von den Studioblitzen, aber es reicht, um den Lichtschattenverlauf gut beurteilen zu können. So, ich schalte meine Leuchte einmal an und Sie sehen, das Ganze ist jetzt schon sehr viel einfacher zu beurteilen. Ich habe hier jetzt schon mal den Schatten, den mir dieser Schirm nachher verursachen wird. Und ich sehe auch schon auf der Tatze hier selber, wie der Lichtverlauf ist. Und nachdem ich jetzt das Setup aufgebaut habe, das Einstelllicht angeklemmt habe, kann ich jetzt noch ein bisschen hier anfangen, den Schirm zu justieren. Das heißt, so wie ich nachher mein Licht setzen möchte. Und dank des Einstelllichtes kann ich natürlich auch jetzt, während ich hier justiere, das Licht jederzeit kontrollieren und habe das Ganze so gut unter Kontrolle. So, und wenn ich das fertig eingestellt habe, dann kann ich auch schon mein erstes Foto machen. So, kurz ein Wort über die Kameraeinstellungen. Kamera habe ich hier im manuellen Modus. Ich arbeite mit einer 125. Belichtungszeit und einer Blende von 11. Die Blitzleistung ist entsprechend angepasst. Okay, ich mache mein erstes Foto, stelle mein Blitz, den intern hier auf die Masterfunktion, dass der diesen Blitz hier zünden kann und mache mein Bild. Okay, erste Aufnahme. Grundsätzlich gefällt mir das Ganze schon ganz gut. Das Bild ist gut ausgeleuchtet. Allerdings ist mir der Vordergrund hier ein bisschen zu dunkel. Das heißt, ich möchte hier noch etwas aufhellen.
Ich schalte zuerst einmal meinen eingebauten Kamerablitz einfach hinzu und gucke, wie das Ganze aussieht. Dazu gehe ich hier wieder in meine Kameraeinstellung rein und schalte hier den Aufklappblitz als Lichtquelle mit hinzu und mache mein zweites Foto. Okay, deutlich besser. Die Vorderseite der Tasse ist jetzt gut ausgeleuchtet. Allerdings stelle ich jetzt hier so ein kleines Problem fest. Und zwar, wenn man sich diesen Tassenrand einmal anschaut, dann sieht man, dass diese kleine Lichtquelle einen doch recht harten Schatten hier auf der Innenseite der Tasse hinterlässt. Und das kann ich nur abmildern, indem ich eine größere Lichtquelle nutze. Das heißt, diese Lichtquelle hier von meinem eingebauten Blitz ist im Grunde genommen zu klein. Es gibt aber eine einfache Möglichkeit, diese Lichtquelle zu vergrößern. Und zwar gibt es hierfür sogenannte Diffusoren, die man einfach vor das Objektiv oder über das Objektiv zieht. Das heißt, das sind so kleine Diffusoren. Das ist so eine transparente Folie, die hier eingesetzt ist. Und ich habe hier eine Öffnung, die so mit so einem Gummi durchzogen ist. Und das kann ich einfach hier über mein Objektiv ziehen. Das ist also für verschiedene Größen geeignet und es ist sehr leicht. Das heißt, es gibt auch keine Belastung am Objektiv selber. Und wenn ich das hier einmal rübergezogen habe, dann hält das auch relativ fest. Das heißt, das fällt auch nicht runter, wenn ich zum Beispiel jetzt mal nach unten fotografieren muss. Und der Vorteil, der sich jetzt ergibt, ist, dass das Licht, was von dieser relativ kleinen Lichtquelle kommt, durch diese große Diffusorfläche in eine große Lichtquelle umgewandelt wird. Das heißt, diese große Lichtquelle sollte dafür sorgen, dass diese harten Schatten, die durch diesen kleinen Blitz entstanden sind, abgemildert werden und sie sollten im Idealfall einfach nicht mehr zu sehen sein. Okay, machen wir ein Foto mit dem Diffusor davor. Und genauso ist es auch. Das heißt, was wir im vorherigen Bild noch gesehen haben, diesen harten Schattenrand hier an der Innenseite, der ist jetzt durch die große Diffusorfläche hier komplett verschwunden und ich habe so mit einfachsten Mitteln, das heißt meinem Schirm, Mikrofonhalter, dem Schirmneiger, dem Einstelllicht und hier diesem kleinen Diffusor dafür gesorgt, dass ich relativ schnell und einfach ein gutes Produktfoto machen konnte. In dieser Sendung haben Sie gesehen, wie Sie mit einfachsten Mitteln zu guten Produkt- oder Tabletop-Aufnahmen kommen. Weitere Tipps auch zu diesem Thema finden Sie übrigens im Buch Fotografieren im Studio von Galileo Design vom Autor Oliver Gietel. Auch hier gibt es in einem Kapitel zum Beispiel Low-Budget-Tipps für das Heimstudio. Von mir war es das von heute. Viel Spaß beim Nachfotografieren. Weitere Links und das Material zur Folge finden Sie wie immer auf der Internetseite. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Kommentare und Feedback zu hinterlassen.